Viele Frauen stören sich an ausgeprägter Zellulite Grad 3, also der Zellulite, die zu Bollen und Tälern führt. Ein neues Verfahren aus Brasilien kann hier längerfristig helfen. Anstatt das Gewebe zu massieren wie mit Endermologie und anderen Verfahren, wird hier in die Täler ein Gewebeaktivator hineingespritzt, der dann dazu führt, dass das Gewebe sich aufbaut und damit das ganze Hautbild viel homogener nachher aussieht. Hierzu benutzen wir eine lange bekannte Substanz, das Sculptra, das man eigentlich einsetzt, um Gewebe im Gesicht aufzubauen. Die Behandlung geht kurz. Manchmal ist man für ein paar Tage ein bisschen an den Stellen blau. Man kann aber sofort wieder Sport machen und muss auf nichts achten. Allerdings benötigt es eine Zeit, bis dieses Gewebe aufgebaut ist. In der Regel 4 bis 8 Wochen. Dann schauen wir uns das Ergebnis an und wiederholen die Behandlung. In der Regel sind 2 Behandlungen ausreichend. Das Ergebnis dauert bis zu 2 Jahren an.